Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Session von den Maltesern. Wir dürfen heute hier im Sonnenschein in gebührendem Sicherheitsabstand sitzen und euch ein bisschen etwas über die Malteserjugend erzählen, euch ein bisschen näher bringen, was die Malteserjugend eigentlich ist und was wir alles so tun. Und zunächst möchten wir uns dafür vorstellen. Ich bin Sandra Dransfeld, ich bin die Bundesjugendsprecherin der Malteserjugend, bin 27 Jahre alt, komme aus der Nähe von Paderborn und mittlerweile bin ich seit 15 Jahren in der Malteserjugend. Und du? Ich bin der Tristan, stellvertretender Bundesjugendsprecher. Also im Hintergrund fährt übrigens ein Zug, das ist vermutlich zwischendurch mal etwas lauter, also nicht wundern. Also ich bin Tristan, 21 Jahre alt, wohne aktuell in Köln, komme ursprünglich aus Münster, zumindest aus der Ecke von Münster und genau, bin seit circa 9 Jahren jetzt in der Malteserjugend. Genau. Und wahrscheinlich fragen sich jetzt ja viele, was ist denn diese Malteserjugend genau? Also Malteser, den Namen an sich kennen ja wahrscheinlich viele. Sandra, deswegen habe ich mir jetzt eine kleine Aufgabe überlegt. Oh. Denn wir werden jetzt einfach mal im abwechselnden Abstand quasi für uns sagen, was denn eigentlich die Malteserjugend ist. Also einfach mit Schlagwörtern beschreiben, was bedeutet für uns Malteserjugend. Dann darfst du gerne anfangen, Sandra. Also so als Satz, oder? Ja, so als Satz, genau. Okay, dann fange ich an mit dem Wort die. Gemeinschaft. Der. Jungen. Menschen. Bedeutet. In. Der. Malteser. Jugend. Das. Mann. Viele. Neue. Dinge. Lernt. Das. Die. Jungen. Mitglieder. Viel. Erfahrung. Sammeln. Können. Und. Daraufhin. Ganz. Viele. Glücksmomente und Erfahrungen in der Malteserjugend haben. Ja, ich glaube da, also vielleicht noch ein, zwei ergänzende Worte von uns. Also für mich persönlich bedeutet Malteserjugend auch immer ein Zeichen von Gemeinschaft, aufgenommen zu werden. Man fühlt sich immer geborgen in diesem gesicherten Rahmen. Das ist so mein erster Gedanke, wenn ich sagen müsste, warum bin ich in der Malteserjugend? Was bedeutet Malteserjugend für mich? Weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, Sandra? Ja, also ich glaube, es ist ganz ähnlich. Die Malteserjugend ist ja ein Jugendverband, wo wir wirklich viele, viele Erfahrungen sammeln können. Wir beide sind jetzt wirklich auch schon viele, viele Jahre mit dabei. Und das hat ja schon auch einen gewissen Grund. Also ich glaube, dass über das, was man in der Malteserjugend alles lernen kann, aber auch was man an schönen Erfahrungen mitnehmen kann, und also da wächst man persönlich dran. Das ist für mich auch nochmal so ein Grund. Und ja, also so diese verbandliche Heimat, wie ich das ganz gerne nenne, ist natürlich auf jeden Fall auch ein großer, großer Grund. Und es wird halt vor allem nicht langweilig, ne? Also wenn man jetzt gerade mal auf die eine Tätigkeit ein bisschen weniger Lust hat, dann findet man eine neue Aufgabe, mit der man irgendwie sich gerade ganz wohl fühlt, irgendwie macht eine Kindergruppe auf und ist da als Gruppenleiter tätig. So, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Da kann man eigentlich eine Menge bei lernen. Und auch ich kann von mir sagen, dass die Malteser und die Malteserjugend meiner Persönlichkeitsentwicklung einen großen Teil beigeleistet haben. Ja, genau. Und jetzt haben wir ein kleines interaktiveres Spiel vorbereitet mit verschiedenen Fragen zur Malteserjugend, die wir natürlich im Anschluss auch beantworten möchten. Da wir uns nicht entscheiden konnten, wer von uns anfängt, haben wir überlegt, wir spielen einfach ganz klassisch eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck. Ich würde sagen, bis eins. Mit Brunnen, ne? Ohne Brunnen, okay. Ohne Laserschwert, okay. Schnick, Schnack, Schnuck.
Du hast alles gewonnen. Ich habe gewonnen. Das heißt, ich fange an, stelle der Sandra eine Frage und sie kann dann darauf antworten. Wir ergänzen uns dann aber immer abwechselnd. Genau, also dass jeder abwechselnd eine Frage stellt. So, die erste Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen euch und den Pfadfindern? Ihr tragt doch auch Halstücher. Das ist richtig, wir tragen Halstücher. Ich habe eben schon mal gesagt, wir sind ein Jugendverband, genauso wie die Pfadfinder es auch sind. Ich würde sagen, das ist so ein Charakteristikum, was wir als Malteserjugend eben noch haben, ist der Punkt, dass wir der Jugendverband einer Hilfsorganisation sind, nämlich der Malteser. Und die Pfadfinder sind teilweise katholisch, teilweise aber auch nicht. Wir als Malteserjugend sind ein katholischer Jugendverband. Und das findet man bei uns in der Jugendarbeit eben auch sehr deutlich wieder. Also wir haben 4 Schlagworte, die unsere Jugendarbeit noch mal besonders beschreiben. Das ist Lachen, Glauben, Helfen und Lernen. Und das Glauben ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Spielt eine große Rolle, wenn wir zum Beispiel Gottesdienst in Zeltlagern feiern oder Gruppenstunden mit Impulsen beginnen, wenn wir gemeinsam Gebete sprechen oder ähnliches mehr. Das ist, also ich nehme das in der Malteserjugend so wahr, dass es jetzt nicht Überhand gewinnt, also dass wir jetzt nicht den ganzen Tag nur noch mit geistlichen Dingen beschäftigt sind, aber das trägt einen irgendwie so durch diese Jugendarbeit durch und das gefällt mir an der Malteserjugend auch sehr gut und ich finde, das ist auch neben den anderen helfenden Jugendverbänden ist das so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir vielleicht noch mit der Johanniterjugend teilen, wobei die das ja auch noch mal ein bisschen anders leben. Genau, und diese Halstücher sind ja auch ein Zeichen von Gemeinschaft, also in vielleicht anderen Diensten, im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz, da tragen die Leute eine Einsatzjacke, Einsatzklamotten und sind da klar erkenntlich. Wir haben unser Halstuch, das kann man zu allen möglichen Dingen tragen, wenn wir gerade privat unterwegs sind, eine Sozialaktion mit ganz normalen Klamotten machen. Man muss nicht unbedingt ein Malteser-T-Shirt drunter tragen. Und eine Frage, die uns auch ganz oft gestellt wird, ist, wie man eigentlich diese ominösen Orden auf den Halstüchern bekommt, welche herausragende Leistung man dafür erbringen muss. Um das mal ganz kurz zu beantworten, das sind keine Orden und man muss auch keine besonderen Leistungen dazu erbringen, sondern das sind Buttons, die man auf den verschiedensten Wegen erhält. Man bastelt sie selber in Zeltlagern, man bekommt sie auf Großveranstaltungen wie dem Katholikentag, man bekommt einen Button geschenkt und mit diesen Buttons kann man natürlich einerseits irgendwie selber so ein paar Statements setzen, aber natürlich sind das auch viele, viele Erinnerungen, die da mit drin stecken. Also wenn ich so an mein Halstuch gucke und an den einen verrosteten Button, weiß ich genau, dass ich den auf meinem ersten Katholikentag bekommen habe. Und so bleiben halt einem die Dinge auch nochmal im Kopf. Genau, das ist also ein fester Bestandteil irgendwie unserer Bekleidung, unserer Gemeinschaft, unser Zeichen von Zusammenhalt. Genau, also das, finde ich, ist man auch irgendwie stolz drauf. Da gibt es ja auch so eine Tradition, Sandra, mit den Halstüchern. Genau, richtig. Und das wiederum teilen wir ja dann auch mit den Pfadfindern ganz deutlich. Ne? Also natürlich, die tragen ein Halstuch, wir tragen ein Halstuch. Und das rührt aus der bündischen Tradition her. Da kann man sich jetzt so ein bisschen streiten. Ich denke, dass das auf jeden Fall eher ursprünglich bei den Pfadfindern liegt. Aber wir genießen auf jeden Fall auch sehr, diese Tradition zu leben. So, ich denke, ich bin dran mit der nächsten Frage. Alles klar, bin ich mal gespannt. Oh, wie sehr ist die Malteserjugend gerade von der Entscheidung getroffen, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen stattfinden können? Wie sich mit Sicherheit alle denken können, sind wir davon genauso betroffen wie alle anderen, also sehr stark, da wir ja auch viele ortsübergreifende Aktionen machen, diözesanübergreifende Aktionen. Das ist jetzt natürlich das Erste, was da nicht stattfinden konnte, unser Pfingstlager, die Pfingstlager, die so in Deutschland stattfinden. Wir haben ja nicht ein großes Pfingstlager, sondern es gibt regional, es gibt diözesanweit, es gibt manchmal auch einfach nur ortsübergreifend Pfingstlager, die nun leider echt nicht stattfinden können. Da sind wir auch alle sehr traurig. Gerade wird versucht, viel irgendwie nochmal online durchzuführen und leider mussten wir schweren Herzens natürlich auch die Entscheidung treffen, das diesjährige Bundeslager abzusagen und natürlich auch alle größeren Sozialaktionen, die so sonst stattfinden, von denen man vielleicht gar nicht so viel mitbekommt, weil es viel vor Ort ist. Also ich glaube, da merkt man schon sehr, wie
wie sehr Nähe bei der Malteserjugend, in der Malteserjugend zählt. Natürlich, das hat Tristan gerade schon gesagt, passiert gerade ganz viel auf dem digitalen Weg oder beziehungsweise online. Aber so diese körperliche Nähe, dieses sich gegenüber sitzen, sehen, miteinander sprechen, das wird das natürlich nicht in irgendeiner Form ersetzen können. Und dementsprechend blutet uns da allen schon wirklich gerade sehr das Herz, dass diese ganzen Großveranstaltungen nicht stattfinden können. Alles klar, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter. Eine sehr gute Frage. Macht ihr eigentlich noch was anderes außer Spielen und Basteln? Also ich würde schon sagen, dass Spielen und Basteln so unsere Kernkompetenz ist. Nein, also ich habe eben schon über die Schlagworte gesprochen, Lachen, Glauben, Lernen, Helfen. Da spielt Spielen und Basteln tatsächlich schon eine große Rolle. Also unsere Jugendarbeit ist so aufgebaut, dass es in vielen, vielen Orten Jugendgruppen gibt, die wirklich einmal die Woche oder alle zwei Wochen sich zur Gruppenstunde treffen und dann ihre Jugendarbeit oder ihre Gruppenstunden mit ganz verschiedenen Inhalten füllen. Da kann auch Spielen und Basteln dabei sein, da ist aber genauso dabei, die Erste Hilfe zu erlernen, zu kochen, in ein Altenheim zu gehen und dort den älteren Menschen vorzulesen oder Spielnachmittage mit denen zu machen. Da kann aber auch mal ein Ausflug in den Freizeitpark dabei sein oder also ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, fällt dir da gerade noch mehr zu ein? Also das geht vor allem ganz bunt durch die Altersgruppen hinweg. Also ich habe selber vor ein paar Jahren eine Kindergruppe gegründet und wir haben auch mit 7-jährigen Kindern Erste Hilfe gemacht. Wir haben mit denen ein Szenario durchgespielt, wo die tatsächlich den Notruf rufen mussten, eine Seitenlage machen mussten und dann auch wirklich der Rettungsdienst kam, also ein Kollege von uns das natürlich gespielt hat. Und selbst 7-jährige Kinder kriegen das perfekt hin, eine Seitenlage zu machen oder mal so eine Reanimation zu üben. Das heißt also, wir sind auf den Altersspannen quasi in jeder Altersgruppe ist das ganz bunt durchmischt. Die Eltern freuen sich natürlich immer, wenn man zu bestimmten Ereignissen, Ostern, Weihnachten, dann tatsächlich auch bastelt oder mal backt. So, da gibt es also keine Grenzen gesetzt auf jeden Fall. Genau. Eure Schlagworte, da kommen wir wieder zu den Schlagworten, sind ja Lachen, Glauben, Helfen, Lernen. Gehen wir mal auf das Lernen ein. Was habt ihr denn in der Malteserjugend gelernt? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man für eine große Menge an Leuten kocht. Also von 20 bis 100 ist da eigentlich schon alles dabei gewesen. Das durfte ich und konnte ich zu Hause bei Mama in der Küche vorher nicht. Ich habe gelernt, dass meine Meinung wichtig ist und zählt und dass ich, wenn ich diese Meinung sage, auch wirklich was erreichen kann. Ich habe Autofahren mit großen Autos definitiv bei den Maltesern gelernt. Ich habe Reifenwechseln bei den Maltesern gelernt, wenn wir gerade beim Auto sind. Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, auch jungen Menschen Verantwortung zu übertragen und nicht immer nur zu sagen, ach, die sind vielleicht noch so jung, die kriegen das gar nicht hin, wir müssen denen das jetzt alles vorkauen, sondern dass junge Menschen manchmal sogar vielleicht viel besser als Erwachsene es schaffen, Verantwortung für etwas zu übernehmen, Aufgaben selbstständig zu lösen. Also meine Quintessenz daraus, man sollte die jungen Menschen auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich überlege gerade, was mir noch einfällt. Ich habe in der Malteserjugend auch gelernt, wie toll es ist, wenn viele, viele Menschen zusammenkommen und ihre Talente einbringen, weil also ich glaube, das ist das, was wir irgendwie ganz viel immer wieder auch fördern, dass jeder mit seinen Stärken kommt. Diese Menschen bringen ihre Talente zusammen und daraus entsteht was richtig, richtig Cooles, Kreatives, Großes. Das finde ich immer wieder super faszinierend und das habe ich auch in der Malteserjugend gelernt. Ich habe auch in der Malteserjugend gelernt, dass man da nie alleine ist. Also Beispiel, man steht auf einem Zeltplatz und man ist jetzt nur zu zweit und man hat jetzt gerade irgendwie das Ziel, dieses Zelt aufzubauen. Zu zweit kann das schon mal schwierig werden bei einem Zelt, das irgendwie für 10 bis 15 Personen ausgelegt ist. Dann schreit man in der Regel einmal laut über den Lagerplatz, dass hier gerade mal Hilfe benötigt wird. Und dann kommen auch in der Regel immer ganz viele Leute herbeigelaufen. Also man ist in der Malteserjugend eigentlich nie alleine.
Und ich glaube, wir enden mit einer Sache, die ich noch lernen möchte. Ich habe mir bisher schon jahrelang vorgenommen, endlich Gitarre zu lernen, weil das gerade auch im Zeltlager am Lagerfeuer so wahnsinnig schön ist, Gitarre spielen zu können. Das habe ich bisher noch nicht gelernt, aber das kommt bestimmt noch. Da würde ich mich auf jeden Fall auch mal anschließen. Das steht noch auf der Agenda, vielleicht was weiter hinten, aber es steht noch drauf. Okay. Ich glaube, du bist dran, oder? Bin ich dran? Nee, ich war. Du bist. Sitzt die Malteserjugend jetzt eigentlich auch wie der Rest Deutschlands zu Hause und backt Bananenbrot? Also ich glaube schon. Also ich habe zumindest vorgestern von jemandem gehört, der ein Bananenbrot gebacken hat und es dann anderen Leuten vorbeigefahren hat, der Mitglied in der Malteserjugend war. Aber ich würde das jetzt nicht für alle Malteserjugendlichen klassisch so sehen. Die Malteserjugend macht gerade ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Das fängt dabei an, dass nach diesem ersten Schock, dass jetzt plötzlich alles, was wir eigentlich bisher im engen Kontakt mit anderen Menschen getan haben, nicht mehr funktioniert, dass danach ganz viel passiert ist im digitalen Bereich. Also da gibt es mittlerweile die virtuelle Gruppenstunde vor Ort. Es gibt aber zum Beispiel in NRW den Teamtreff auch, wo alle Malteser-Jugendlichen, die Lust drauf haben, in dieses Team kommen können. Und dann wird da auch so eine Art virtuelle Gruppenstunde gemacht, wo Spiele gespielt werden und ähnliches mehr. Es gibt auch so eine Rubrik mit Frag den Malte. Sehr lustig. Und wir haben zum Beispiel auch unsere Bundesjugendversammlung, die in der Malteserjugend eigentlich hätte stattfinden sollen, in den virtuellen Raum verlegt und haben auch das digital gemacht. Also im digitalen Bereich passiert da eine ganze Menge. Genau, also bestes Beispiel, eine Telefonkonferenz mit 65 Leuten. Hätte ich mir vorher niemals vorgestellt, dass das funktioniert. Und das Ganze hat eine wunderbare Eigendynamik. Wir haben eine Plattform dafür genutzt, Gemma heißt die, und den Hashtag ins Leben gerufen, oder wir nutzen den Hashtag MyYouAtHome. Darunter wird ganz viel gepostet, geteilt. Diese Ideen-Austauschplattform Gemma, da kann jeder irgendwie beitreten und Ideen reinschreiben, wie gerade vielleicht eine digitale Umsetzung durchgeführt wird. Unsere Jugendlichen sind da auch ganz eng in Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband. Es wird ein Einkaufsservice angeboten. Gerade zu Ostern haben viele Kinder Bilder gemalt oder auch Briefe geschrieben an Leute, die in Pflegeeinrichtungen wohnen. Und da versucht ihr eine Freude zu bereiten. Und man könnte diese Liste jetzt noch endlos weiterführen. Also unsere Jugendlichen sind da auf dem besten Wege, diese Zeit so gut wie möglich zu nutzen und trotzdem anderen Leuten zu helfen. Mhm. Okay. So, dann nächste Frage. Oh, gute Frage. Wie riecht man eigentlich nach so einer Woche Zeltlager? Ganz, ganz furchtbar. Also, als ich noch zu Hause gewohnt habe, hat meine Mama gesagt, schön, dass du wieder da bist. Du kannst deine Klamotten und das, was du gerade anhast, hier draußen ablegen. Dann gehst du in die Dusche und erst dann darfst du reinkommen und mich in den Arm nehmen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum. Klar, weil man auch schwitzt, aber wir sitzen zum Beispiel abends ganz oft am Lagerfeuer in einer Jurte. Das ist so ein großes schwarzes Zelt mit Feuer in der Mitte. Dann singen wir bis ganz spät in die Nacht hinein. Das ist so ein richtiges Lagerfeuer-Feeling, wie man sich das so vorstellt. Genau. Ich würde nicht sagen, dass das schlecht riecht oder schlimm. Ich finde, das riecht eigentlich ziemlich gut. Einen kleinen Nachgeschmack hat man auch immer, wenn man noch mal ein bisschen an seinem Halstuch schnuppert. Weil das ist auch so eine Sache. Wir waschen dieses Halstuch nicht im Allgemeinen. Warum? Sondern weil eben diese ganzen schönen Erinnerungen in Form von Gerüchen, in Form von Flecken, oh ja, Essen aus dem Zeltlager manchmal auch, einfach an diesen Halstüchern hängen bleiben und wir die als Erinnerung zu Hause haben. Genau. Also nicht alles nur negativ. Was ist denn eigentlich besonders an der Malteserjugend? Oh, also ich habe eben ja schon mal so ein bisschen erzählt, dass die Malteserjugend eben ein helfender Jugendverband ist. Also wir haben auf der einen Seite den Malteser Hilfsdienst als Gesamtverband und wir sind Teil dieses Malteser Hilfsdienstes. Das hat natürlich ganz, ganz viele Vorteile, ne? Also wir haben da ganz viele Synergieeffekte, so kann man das, glaube ich, nennen. In den einzelnen Orten arbeiten ganz viele Malteserjugenden ganz eng zusammen mit dem Malteser
Kinderhilfsdienst und unterstützen da zum Beispiel, können aber gleichzeitig auch zum Beispiel ein Praktikum im Sanitätsdienst machen oder mal mitfahren, wenn der Menüservice das Essen an die älteren Menschen verteilt. Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Ich glaube aber, dass wir in der Malteserjugend auch so einen gewissen Selbstzweck haben. Also wir sind eben nicht nur diese Malteserjugend im Malteserhilfsdienst, sondern wir haben auch so ein bisschen so unseren eigenen Kopf, unsere eigenen Ideen, die wir gestalten und nach vorne bringen. Und ich glaube, auch das kann man vor Ort in den Gliederungen ganz gut erkennen. Ich glaube auch, wir sind ja eine, auch als Gruppenleiter hat man irgendwie eine Art Interessensvertretung von jungen Menschen. Wir beschäftigen uns mit den Themen, die vielleicht unsere Gruppenkinder betreffen, die unsere Jugendlichen betreffen. Wenn da der Wunsch kommt, sich mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen, dann nehmen wir das auch als Aufgabe, vielleicht darin auch ein bisschen Wissen zu vermitteln, den Leuten vielleicht zu ermöglichen, dass man sich zu einem komplexen Thema eine eigene Meinung bilden kann. Also wir haben unsere Eigendynamik. Ich finde es aber auch schön, dass man nicht also nur das eine machen kann. Ich bin dafür das beste lebende Beispiel. Ich bin über den Schulsanitätsdienst überhaupt zu den Maltesern gekommen und so jetzt seit 9 Jahren in der Malteserjugend und mache auch nebenbei noch Katastrophenschutz. Also man muss nicht nur das eine machen. Das ist das, was auch, das gefällt mir sehr gut, was sehr schön ist. So, ich glaube, das ist die letzte Frage. Kann das nur sein? Was ist, wenn ich jetzt sofort mitmachen will? Ganz, ganz gute Frage. Prinzipiell könnt ihr euch natürlich immer an die Malteser-Gliederung vor Ort wenden. Wenn ihr gerade nicht wisst, wo es da eine gibt, könnt ihr auf malteserjugend.de gehen. Sonst auch immer diözesanweit den Diözesan-Jugendführungskreis oder das Diözesan-Jugendreferat anfragen. Findet man alles im Internet mit Kontaktdaten. Oder ihr könnt, wenn sich die Corona-Situation wieder etwas beruhigt hat, auch dann irgendwann einfach mal vorbeigehen und Hallo sagen. Das wird leider noch etwas dauern. Und ansonsten könnt ihr uns, wenn ihr auch Fragen habt, über unsere ganzen sozialen Medien erreichen. Wir haben jetzt neuerdings auch einen YouTube-Channel. Wir sind auf Facebook als Malteser Jugend Deutschland und natürlich auch auf Instagram als Malteser Jugend Deutschland. Schaut da gerne mal vorbei. Da findet ihr auch noch ein bisschen Input, was wir so machen. Genau, oder kommentiert direkt unter diesen Beitrag auf der Malteser-Seite auf Facebook. Auch da gucken wir gleich noch mal rein. Ich habe gerade auch gesehen, dass da eine Frage zu Lourdes gestellt wurde. Ich fahre auch jedes Jahr mit nach Lourdes. Ich nehme an, dass das in irgendeiner Form damit zu tun hat. Da würde ich einfach später noch mal dann persönlich drauf antworten. So. Dann sind wir auch eigentlich schon durch. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch mal angehört habt, was eigentlich so die Malteserjugend ist. Ich hoffe, wir konnten irgendwie in einem unterhaltsamen Format euch mal erklären, was wir eigentlich so machen. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich einen schönen Nachmittag und ganz wichtig, bleibt zu Hause und gesund. Genau. Bis dann. Tschüss.